Und das Buch machen wir nach dem Retreat fertig. Nummer 17, Meditation Nummer 17. Der Mind wandert automatisch dorthin. Teil der Zufluchtnahme ist, dass man Fotos, Schriften und Statuen im Haus hat. Ich mag Gelzes Haus, es ist sehr buddhistisch. Überall ist ein buddhistisches Ding, Bilder. Da gibt es einen Tsongkhapa auf der Heizung. Wenn du genau hinschaust, ist ein kleiner Tsongkhapa im Heizkörper. Hallo, ich kann dich sehen, habe ich zu ihm gesagt. Es gibt einen Teil im Lamrim. Wir Neo-Tsongkhapianer. Wir gehen lieber auf ein DCI-Event, als in einen Tempel und Räucherstäbchen zu wedeln. Aber es ist ein guter Brauch, viele Buddhas in deinem Haus zu haben. Es gibt keinen Raum, in dem kein Buddha ist. Im Judentum gibt es einen Brauch, etwas Besonderes an die Tür zu kleben. Wie heißt es? Mesudaya. Mesudda. Mesudza. Also auf jeden Fall, sie haben da dieses Ding. Also ich habe beschlossen, ich hätte gern sowas in buddhistischer Form. Hast du mir den Buddha gegeben? Candy? Xiaoping? Du hast mir in Varanasi den Buddha gegeben? Und dann habe ich neben meiner Tür ein kleines Loch reingemacht und habe ihn reingeklebt. Und jedes Mal, wenn ich an der Tür vorbeikomme, sehe ich, wie der Buddha mich anschaut. Im Lamrim heißt es, das ist ein sehr guter Brauch. Warum? Weil wenn du Probleme hast, dann wirst du an die Buddhas denken. Normalerweise, die Juden haben noch einen weiteren guten Brauch. Du darfst kein Abbild des Gottes schaffen. In ihren Tempeln gibt es keine Bilder. Weil es heißt, es ist unmöglich, ein erleuchtetes Wesen abzubilden. Und ich habe mir gedacht, ich brauche die Buddhas nicht um mich herum. Ich muss sie nur sauber machen, habe ich mir gedacht. Ich brauche sie nicht. Ich hatte sie früher mal, die sind dann immer staubig geworden. Und dann mein Lama hat gesagt, mach sie sauber. Und ich habe gesagt, ja, ich habe keinen Bock. Also dann habe ich gesagt, ich habe keine mehr. Aber im Lamrim heißt es, bei der Zufluchtnahme, es ist Teil der Zufluchtnahme, dass du Buddhas in deinem Haus hast. Es kann ein Tara sein, ein Jingamuchomo oder irgendwas Ähnliches. Aber hab sie dort, wo du sie wirklich siehst. Also ich habe zum Beispiel einen im Kühlschrank, weil das ist mein wirklicher Altar, weil ich gehe da immer, nehme dort Zuflucht. Also ich habe einen von diesen magnetischen Bildern an den Kühlschrank gemacht und er guckt mich immer an. Es ist ein Brauch. Und wenn du die Bücher im Haus verteilst, die buddhistischen Bücher, es ist zum Beispiel Tradition, dass du eines überm Kopf hast, wenn du in die Tür reingehst, innen überm Türrahmen. Und auch eines höher, wie du schläfst. Und es ist Brauch, sie nicht dort aufzubewahren, wo deine Füße hinzeigen, wenn du im Bett liegst. Also dort, wo die Füße hinzeigen, wenn du schläfst, dort sollten keine Schriften und keine Bücher sein. Immer am Kopfende. Vielleicht sogar da, wo du sie siehst, wenn du einschläfst. Ich habe ein paar Bilder. Im Schlafzimmer. Ich habe die gesammelten Werke von 20 Lamas über meinem Kopf.
Und darum habe ich alle Buddhas und Tsongkhapas. Es ist Teil der Zufluchtnahme, diese Bilder um dich herum zu haben, weil dann hast du sie im Geiste, wenn du stirbst, wenn du einen Unfall hast, wenn du im Krankenhausbett liegst das letzte Mal, dann wird dein Geist dorthin wandern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dein Geist dorthin wandert, was du oft gesehen hast. Es ist nicht buddhistische Heimdekoration und es ist auch kein Wettbewerb. Mein Buddha ist wertvoller wie dein Buddha. Meiner ist Silber, meiner ist Gold, deiner ist nur aus Holz. So ist es nicht. Aber zum Beispiel da ist ein schönes Bild von meinem Lehrer. Anton hat uns aus Moskau hat uns geholfen, ihn herstellen zu lassen. Es ist wirklich schön, die Gesichter deiner Lehrer um dich herum zu haben. Und da, dort ist ein Tsongkhapa und hier ist ein Tsongkhapa. Einige meiner Lehrer sind hier. Stell Bilder auf, behalte die Bücher, kleine Stupas, die Bilder repräsentieren, Buddha, die Bücher repräsentieren. Die Stupas sind der Geist eines Buddha. Körper, Geist und auf Tibetisch heißt es nicht Alter, sondern es ist der Platz, wo der Körper, der Geist und die Sprache des Buddhas zu Hause sind. Der Buddha ist das Bild, die Sprache ist das Buch und sein Geist ist die Stupa. Und dann, das ist ein guter Altar, wenn er diese drei Dinge hat. Während dieser Meditation, du kannst denken, dass ein Teil deines Retreats ist, Pläne dafür zu machen, für wenn du dann wieder heimkommst. Also Teil des Retreats ist es, Pläne zu machen, für wenn du das Retreat beendet hast. Also wenn ich Retreat mache, führe ich immer Tagebuch. Ich bringe immer ein leeres Tagebuch mit und dann vielleicht am Abend dann und wenn ich dann gute Ideen habe. Ich brauche einen Buddha über meiner Eingangstür. Dann schreibe ich das auf, weil das habe ich sonst wieder vergessen, spätestens wenn ich im Flieger bin. Also führt ein Tagebuch. Ihr solltet in keinem Retreat sprechen, auch in diesem hier nicht. Selbst wenn du deine Hütte mit anderen, die Hütte teilst, aber wenn dich jemand anspricht, dann mach einfach so, sprich nicht, antworte nicht. Es ist dem Retreat förderlich. Ich habe viele Ein-Monat-Retreats gemacht während meiner Geschäftskarriere. Das erste Mal war ich sehr nervös. Die Geschäfte werden schlecht laufen, wenn ich 4 Wochen nicht da bin. Ich machte mir da wirklich Sorgen. Und ich habe es oft verschoben und dann habe ich wirklich das erste Retreat gemacht im Schlafzimmer neben meinem Lama. Und ich war 4 Wochen im Schlafzimmer und ein paar andere Mönche haben mir das Essen gebracht. Und als ich damit fertig war, hatte ich die Idee für ACIP, all diese alten Schriften zu bewahren. Und jetzt läuft das Projekt seit 31 Jahren. Du verschwendest deine Zeit nicht im Retreat. Es fühlt sich so an, wie wenn du hinterher wärst mit deiner Arbeit. All die anderen werden befördert. Aber deine Projekte gehen schlechter. Solange ich arbeiten war, alle meine guten Ideen sind mir im Retreat gekommen. Und nimm ein Tagebuch mit. Vergiss das nicht.